Unsere Welt wird immer komplexer und um da zu bestehen, braucht es mehr als klassische Methoden. Der junge Mann neben mir hat etwas erfunden, was uns dabei helfen soll, damit zurechtzukommen, und das Ganze nennt sich Komplexitoden. Worum es geht, erfahrt ihr jetzt. Nils, herzlich willkommen heute hier bei Arbeit aber anders. Gestern warst du schon bei der Lean Dus und hast einen sehr gut aufgenommenen Vortrag über das Thema Komplexitoden gehalten. Und natürlich habe ich mir die Chance nicht entgehen lassen, habe dich heute hier eingeladen, ein bisschen was zu erzählen. Wir kommen gleich auch auf dein Buch zu sprechen. Vorher erklär doch mal ganz kurz, was du so bisher gemacht hast. Bisher in der Vergangenheit als Autor und als Redner und als Berater war ich immer gegen Dinge. Also zuerst, ich habe meine Karriere angefangen, eigentlich damit dagegen zu sein. Ich war gegen Budgetierung, das nannte sich Beyond Budgeting. Dann war ich gegen Zielvereinbarungen und Management by Objectives. Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Mhm. Dann war ich gegen Management als die Sozialtechnologie Management. Ich bin auch immer noch gegen all diese Dinge, aber irgendwann kam dann meiner jetzigen Mitautorin die Idee, Nils, du musst auch mal lernen, für was zu sein. Mhm. Und ich habe mir dann überlegt, ja gut, es gibt ganz viele Dinge, gegen die man sein sollte. Budgetierung, traditionelles Management, Zielvereinbarung. Alle diese Dinge haben sich überlebt in Organisationen, in Unternehmensführungen. Aber die wesentliche Sache, die wir noch nicht verstanden haben, das ist die positive Sache, die uns passiert, und das ist Komplexität. Mhm. Also Komplexität ist der Treiber eigentlich von einer Renaissance der Unternehmensführung. Siehst es also tatsächlich positiv, Komplexität. Viele Menschen sagen ja, ich habe Angst vor Komplexität, alles wächst mir im Kopf, ich würde es gerne wieder in kleine, überschaubare Einzelteile zusammenpacken. Und du sagst aber, Komplexität ist keine Gefahr, sondern ist eine Chance. Es gibt da so ein bisschen ein Missverständnis in diesem Bereich, gerade in der Unternehmensführung, was Komplexität jetzt ist und ob die gut oder schlecht, und sie ist weder noch. Also ganz klar, Komplexität ist ein Fakt. Komplexität ist so wie das Wetter, könnte man sagen. Das ist eine schöne Metapher vielleicht dafür. Das Wetter ist halt, Wetter ist. Das Einzige, was dumm ist, ist, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin. Mhm. Also so ist das auch mit Komplexität. Komplexität ist weder schädlich noch ganz toll. Man muss nur auf sie vorbereitet sein. Man kann in der Unternehmensführung, in Organisationen, in Unternehmen Komplexität nur mit Gegenkomplexität begegnen. Man braucht in der Organisation Dinge, mit denen man Komplexität bewältigen kann. Die Komplexität selber, die ist, die kann man nicht managen, nicht steuern, nicht reduzieren. Jeder, der sowas behauptet, ist ein Quacksalber eigentlich, ein Scharlatan. Aber wir müssen Komplexität mit den richtigen Dingen begegnen. Mhm. Und das sind ganz konkret die Komplexitoden. Das sind Komplexitoden, genau. Also Komplexitoden ist die Art von Methode. Die Komplexitode ist die einzige Art von Methode, mit der man Komplexität tatsächlich begegnen kann. Okay. Es gibt Methode, mit der kann man Kompliziertes bearbeiten. Das ist auch schön, das braucht man auch. Zum Beispiel, wenn ich ein kompliziertes Problem habe, das standardisierbar ist, das sich wiederholt. Wir nennen sowas blaue Probleme. Mhm. So der klassische Raketenbau. Ist irgendwas, was... Richtig, Raketenbau. Wenn ich das beherrsche und standardisierbar mache, dann beschreibe ich einen Prozess, wie die Rakete auszusehen hat. Ist jetzt natürlich noch nicht, dass wir da alles beherrschen, aber ja, das ist ein kompliziertes Problem, Raketenbau. Wir verstehen die physikalischen die physikalischen Grundgesetze, die da herrschen. Wir wissen, wie man eine Rakete als Ingenieur baut. Mhm. Das kann ich beschreiben, kann ich nachmachen, kann ich standardisieren und eventuell sogar automatisieren. Eventuell könnten Roboter eine Rakete bauen. Ne? Ihr seid ja auch ein Softwareunternehmen. Mhm. Software beschäftigt sich damit, komplizierte Probleme aus der Hand von intelligenten Menschen rauszunehmen und zu automatisieren. Das ist letztendlich die Aufgabe von Software. Damit die intelligenten Menschen mehr Zeit haben, um sich komplexen Themen zu widmen. Sich roten Problemen zu widmen. Also das ist sozusagen eine der Ideen, so ein Stück weit das Denkangebot, das wir machen mit dem Buch. Wir bieten hier eine wesentliche Unterscheidung an. Und diese Unterscheidung ist, in Unternehmen, in Arbeit gibt es immer komplizierte Teile, blaue Teile, und es gibt komplexe, rote Teile. Mhm. Das Blaue ist das Standardisierbare, das Wiederholbare, das, was sich nicht verändert, was regelmäßig ist, wo es funktionieren und kaputt gibt und solche Dinge. Das Rote, das ist das Lebendige, das, was Überraschung erzeugt. Das ist das, was ich nicht beherrschen kann. Ich kann es beobachten, ich kann mich vorbereiten. Ne? In der blauen Welt kann ich planen, kann ich Prozesse beschreiben. Hier muss ich Projekte aufsetzen, ich muss Könner haben, ich muss intelligente Menschen ransetzen. Mhm. Beide Welten gibt es in Unternehmen. Und für die blauen Probleme, die wir so haben, da brauchen wir Methoden. Für das Rote brauchen wir schon Komplexitoden. Okay. Und das ist das Tolle, das hatte noch keiner beschrieben. Das ist auf die Idee gekommen, wir schreiben da mal ein Buch darüber, über was noch keiner gekommen ist. Ja, und also diese Unterscheidung auch zu machen zwischen Methode und Komplexitode.
Und ganz konkret, in dem Moment, wenn ich jetzt also meine Methoden habe und meine Komplexitoden, worin unterscheiden die sich grundsätzlich? Ich meine, das Verständnis von der Begrifflichkeit fehlt mir halt einfach nochmal ein bisschen. Ja, naja, den Begriff, den kennt kaum, also den haben wir ja gerade erst erfunden. Also dieses Buch ist sozusagen da geboren, als uns im letzten Jahr, als der Begriff mir mal so rausgerutscht ist. Mhm. Ich wollte eigentlich nur sagen, wir brauchen komplexitätsrobuste Methode. Und dann habe ich mich versprochen und dann war es die Komplexitode. Da hat meine Co-Autorin, die war natürlich noch nicht Co-Autorin in dem Moment, hat gesagt, das ist der Titel des Buchs. Und so ist es auch gekommen. Also eine Komplexitode ist, nennen wir lieber mal eine Methode. Was fällt dir denn für eine Methode ein, die keine Komplexitode ist? First in, first out. Das ist ein Prinzip oder eine Regel. Ja, okay. Also ja. Das ist eine Methode, halt mit Problemen auch umzugehen. Also das, was erst zuerst reinkommt, geht das ist eine Leitlinie, raus, Prinzip wahrscheinlich, genau. Aber zum Beispiel eine klassische Methode, die zu doof ist, um mit lebendigen, roten Problemen umzugehen, ist zum Beispiel das Budget, die Mitarbeiterbeurteilung. Ja, das Formular, eine sehr schöne Nicht-Komplexitode, die wir kennen, sind Listen zum Beispiel. Ich mache mir eine Liste. Eine Liste kann ich mir für bekannte Probleme machen, die kann ich abarbeiten. Und wenn das Problem, das ich morgen löse, genau das gleiche ist wie das, was ich gestern mache, dann kann ich sogar die Liste, die Einkaufsliste oder die Checkliste von gestern benutzen. Mhm. Jetzt ist aber so, in den meisten Fällen merken wir, in dem Moment, meine Liste von gestern passt ja gar nicht mehr. Das Problem hat sich verändert, das Problem ist lebendig. Mhm. Also Listen sind sicherlich keine Komplexitode. Oder ein Straßenschild ist keine Komplexitode. Mhm. Das ist eine Regel, ne? Das ist eine Methode bestenfalls. Ja. Je lebendiger die Probleme in Organisationen werden, je mehr Unternehmen, Organisationen aller Art mit Überraschungen konfrontiert werden und auch zu kämpfen haben, sich auseinandersetzen müssen, desto mehr können sie sich eben nicht mehr auf Checklisten verlassen, auf Prozesse, auf ISO-Zertifizierung, auf Reisekostenrichtlinien und was gibt es noch so? Da gibt es ein unendliches Maß an. Genau, die ganzen Regelwerke. Ja. Also wir kennen ja diese Dinge, die auch aus Personalmanagementbereichen in Organisationen reingekippt werden. Ne? Oder Mission Statements, die so an die Wand gehängt werden. Das alles hilft nicht. Wir müssen letztendlich Problemlösungen finden, also Komplexitäten, die genauso lebendig sind wie die Probleme, auf die wir sie anwenden. Du hast mich überzeugt. Ich sehe ein, ich brauche eine Komplexitode. 33 Problem, sogar. Im Prinzip jedes Unternehmen braucht 33. Wo finde ich denn jetzt mal 33 Komplexitoden? Nee, aber es ist ja tatsächlich, die Schwierigkeit ist ja im Unterschied zur Methode, dass diese Variabilität muss ja irgendwie auch abgebildet sein. Ja, also ich habe halt keine Liste, die für immer und ewig wie die 10 Gebote in Stein gemeißelt sind, sondern ich habe halt etwas, was ich immer agil auf neue Sachen auch einstellen kann. Ja, ja. Wie kriegst du das hin? Also wie kommt man zum einen auf die Anzahl 33 und warum nicht 35 und warum nicht 15? Als wir uns überlegt haben, also diese Idee zu dem Buch ist auch entstanden, oder die Idee zur Komplexitode ist entstanden, als wir versucht haben, mal zu unterscheiden, was ist Methode für blaue Probleme, was ist Methode oder Werkzeug für rote Probleme. Mhm. Und da gibt es durchaus Dinge, die in die jeweiligen Domänen gehören. Ja, also es gibt Dinge, die überhaupt nicht zu roten Problemen passen. Ja? Mhm. Wie gesagt, die Checkliste passt nicht zu lebendigen Problemen. Oder die Stellenbeschreibung, Organigramme, Reisekostenrichtlinien hatten wir schon. Oder Zielvereinbarungen, Zielverhandlungen oder Klassiker. Unternehmensjahresplanung, strategische Planung. Milestones. Meilensteine, genau, in der Projektarbeit. Ja? Da hilft halt alles, was wir mit Waterfall und so verbinden. Das ist genau nicht dynamisch. Es ist nicht komplexitätsrobust. Mhm. Es ist nicht überraschungsrobust. Überraschungsrobust ist soziale Dichte. Mhm. Dicht im Team. Ja, also ein Daily Stand-Up ist insofern dynamikrobust und in sich eigentlich eine kleine Komplexitode, als in einem Daily Stand-Up immer genauso viel Lebendigkeit, also du musst immer, da hast du immer oder erzeugst genauso viel Lebendigkeit, wie du brauchst, um das Problem zu lösen. Das musst du aber auch haben, ansonsten bist du unterkomplex und dann merkt man, das Daily Stand-Up ist eine Lüge. Wir machen ja nur eine Farce, wir spielen hier Theater mit uns. Mhm. Das ist gar kein Daily Stand-Up, wir bereden gar keine Probleme. Ja, und ich nehme mal ein Beispiel, also eine doofe Methode ist zum Beispiel so ein Vision oder Vision Statement an die Wand zu hängen, ja, wo dann irgendwelche Werte oder Wertestatements, wo die man an die Wand hängt. Das ist tot. Irgendwann werden die Mitarbeiter dann auch zynisch und lachen drüber und dann verliert das an Wert, dann hängt es da nur noch und man verhält sich ganz anders. Ja. Eine Komplexitode ist Organisationshygiene zum Beispiel. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen anders. Organisationshygiene heißt, wir haben Wir haben Rituale, die uns dazu zwingen, ständig uns zu fragen, was gehört in der Organisation, damit sie richtig und sauber und funktionierend und agil ist. Und was müssen wir auch entfernen? Was werden wir niemals zulassen? Oder ein Unternehmen muss sich irgendwann, du bist ja auch aus einem wachsenden Unternehmen, ein bisschen größer. Toi, toi, toi. Genau, da ist man kein Startup mehr.
Und da muss man irgendwann anfangen, sich ein Manifest zu geben oder einen Brief an uns selbst zu schreiben. Mhm. Die Komplexität darunter nennen wir Brief an uns selbst. Mhm. Das ist Identitätsarbeit, mhm. die muss man leisten, ansonsten wird man letztendlich asozial oder man wird bürokratisch hierarchisch oder man gerät in die Anarchie. Ja, ja. Jetzt hast du ein paar Beispiele genannt, insgesamt 33 gibt es in dem Buch. Das klingt für mich aber auch danach, dass da noch nicht Ende ist. Also es gibt die Chance noch für mehr Komplexitonen. Ja, wir haben uns darauf fokussiert, Komplexitäten zu beschreiben, die noch nicht überall beschrieben sind und die für alle Unternehmen gelten und wichtig sind. Mhm. Also wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, ist Agile eine Komplexitode oder Lean, da würde ich erstmal sagen ja. Mhm. Aber es gibt ja schon so viele Bücher darüber, das wollten wir jetzt nicht nochmal in das Buch packen. Eine der Ideen war, diese Komplexitäten, die müssen alle sitzen, die müssen alle passend sein für alle Unternehmen. Mhm. Ob groß, ob klein, also jedes Unternehmen, das gerade zu dem Start-up-Alter entwächst, das braucht letztendlich Komplexität, ob es will oder nicht. Und das hat nichts mit uns als Autoren zu tun oder mit unserem Gespräch, sondern im heutigen Zeitalter, Unternehmen haben heute alle einen immer höheren Anteil von roter Wertschöpfung, roten Problemen, roter Dynamik und Überraschung, mit der sie begegnen müssen. Also alle Unternehmen müssen mit Komplexität und Lebendigkeit umgehen. Wenn Unternehmen diese Fähigkeit nicht entwickeln, weil sie sich dummer mechanistischer Methoden bedienen, technokratischer, bürokratischer Methoden, Management by the book betreiben und so weiter und von oben herab Weisung und Kontrolle, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Mhm. Wenn Unternehmen sich trotz ihrer roten Probleme blauer Methode zu stark bedienen, wo sie nicht hingehört, dann fangen sie an zu leiden. Und wissen gar nicht warum. Und wissen es letztlich nicht, warum. Naja, eine der Interpretationen, wenn wir leiden, dann ist ja die Hauptinterpretation immer, der andere ist doof zum Beispiel. Ja, Schuldzuweisung. Unsere Chefs sind doof und die Chefs sagen, die Mitarbeiter sind doof. Alle sagen, ja, und Marketing sagt, der Vertrieb ist doof, Vertrieb sagt, Marketing ist doof. Also wir sind da ganz toll drin, auch dann so zu tun, als würden wir die Probleme verstehen. Jeder heimlich glaubt, das zu verstehen. In Wirklichkeit versuchen wir einfach nur kollektiv rote Probleme mit blauen Methoden, Werkzeugen zu lösen. Und das kann halt nicht funktionieren. Das ist... Also der erste Schritt ist ja wirklich überhaupt, sich das bewusst zu machen, diese Unterscheidung zwischen roten und blauen. Sie zu kennen, sie zu lernen, sie zu üben, genau. Mhm. Also diese Rot-Blau-Unterscheidung ist in der heutigen Zeit, man kann nicht ohne. Mhm. Jetzt habe ich dich so verstanden, dass es wirklich für alle Firmen, Unternehmen, wie auch immer, eine Herausforderung ist, sich mit diesen komplexen Themen auseinanderzusetzen und deswegen auch diese Arbeit mit den Komplexitäten. Sagst du, dass es eine gewisse Größe gibt, ab der das erst relevant wird und quasi so keine klassische 2-3-Mann-Betrieb, der kriegt das noch irgendwie so hin, sich den blauen und roten Problemen gleichzeitig zu widmen und ist halt so eng aneinander, dass da noch keine größeren Probleme durch entstehen? Richtig. Richtig, okay. Was habe ich gesagt? Naja, genau. Kleine brauchen es noch nicht, aber ab 5 Leuten oder sowas wird es dann langsam nötig. Also das Startup mit 5 Leuten, der kleine Handwerksbetrieb mit 3 oder 7 Leuten, der kann naturgemäß natürlich noch nicht den Kapitalfehler begehen, sich irgendwie hierarchisch zu ordnen, sich zu überstrukturieren, sich eine Konzertstruktur zu geben mit Bürokratie und Jahresplanung und all dem Schnickschnack. Ja. Deswegen, sagen wir so, natürlicherweise, wir sind schon in der Lage, uns in kleinen Gruppen selbst organisiert aufzustellen. Mhm. Also die meisten, es gibt natürlich auch Handwerksbetriebe, die von fürchterlichen Tyrannen da regiert werden. Aber jetzt mal, Selbstorganisation in ganz kleinen Unternehmen oder Organisationen ist nicht die große Baustelle. Mhm. Das funktioniert schon irgendwie. Da hat man ganz tolle Mechanismen. Wenn man sich uneinig ist in so einem Start-up und da man hat einen Streit, dann sage ich immer, die Problemlösung heißt Kneipe. Ja, also wir sind uns uneinig, wir haben uns gestritten, wir sind Startup-Unternehmer und wir sind uns nicht einig, dann müssen wir das ausbatteln und wir gehen in die Kneipe und zur Not besaufen wir uns und zur Not machen wir das zwei Nächte, bis wir uns dann irgendwie komisch einig sind. Ja? Ja. Also solche Mechanismen funktionieren im Kleinen. Mhm. Sobald man dann 10, 15, 30 Leute hat, ist das nicht mehr so. Und das ist sowas ein bisschen was wie Organisationsphysik. Soziale Dichte herzustellen in größeren Organisationen ab 15 Leuten, da wird es immer schwieriger. Mhm. Und natürlich ist die große Frage für viele Konzerne, wie kann man zu so einer, wir nennen das radikal dezentralisierten, selbstorganisierten Netzwerkorganisation mit viel Disziplin und unternehmerischem Geist, wo jeder Mitunternehmer ist, egal ob ich 100 oder 1000 oder 100.000 Mitarbeiter habe. Mhm. Wie kann man das machen? Und die Antwort ist schon ein Stück weit die Abkehr von den blauen Werkzeugen und hin zu den roten Werkzeugen. Sehr interessant. Ich habe gelernt, dass quasi die Komplexitäten die Kneipe für große Unternehmen ist. Genau, sehr gut. Da lernt man sich kennen, da kommt man sich ein bisschen näher. Und da bettelt man oder streitet man. Genau.
Man muss halt, ne, man muss, die höhere Komplexität erfordert dann halt auch ein bisschen mehr sophisticated Tools und da sind die Komplexitäten etwas. Ja. Größere Kneipen. Die Lösung für alles. Ja, danke dir, Nils. War sehr interessant. Ihr da draußen lebt in einer komplexen Welt. Die Komplexitäten können euch dabei helfen, damit besser zurechtzukommen. Zum Beispiel herauszufinden, was ihr mal wieder unten in den Kommentaren schreibt. Tobt euch aus, schreibt mir nette Worte oder auch nicht so nette Worte. Ich freue mich über alles und beim nächsten Mal wird es dann wieder hier an dieser Stelle mit einem spannenden neuen Thema weitergehen.